was deine Handgelenke zu tun haben. Dann sind die Handgelenke in Position, nur dann kannst du den Ball gerade ausschlagen. Denn deine rechte Handfläche ist vereinfacht erklärt deine Schlagfläche, wenn dein Griff passt. Und dann kannst du plötzlich Bälle schlagen, als würdest du eben Bälle, wie eingangs erwähnt, rauswerfen. Und die Handgelenke arbeiten nun von dorsal rechts nach palmar rechts. Das ist alles, was du machen musst, wie beim Werfen eben. Und dein Ballflug wird immer konstant bleiben. Es wird keinen Ball geben, der weit aus der Richtung fliegen wird, weil es keine Rotation in der Schlagfläche gibt. Wenn ich mir die Info des letzten Schlages noch einmal am Bildschirm anschaue, dann kann man gut erkennen, wie eben die Schlagfläche nur 0,8 Grad verkantet war und die Schwungbahn 2 Grad von innen war. Aber dieser Wert, Clubface, der sollte bitte immer so klein wie nur möglich sein, möchtest du regelmäßig den Ball Richtung Ziel schlagen. Und für diesen kleinen Wert sind eben Griff und Handgelenke verantwortlich. Und nur wenn Griff und Handgelenke eben in Position sind, dann wird es dir gelingen, den Ball wiederholbar Richtung Ziel zu schlagen. Ganz egal, ob du voll drauf hämmerst oder langsam schwingst. Die Schlagfläche wird im Impact immer Richtung Ziel schauen, was den Ball eben dann im Ziel landen lässt. Und startet der Ball, so wie jetzt gerade eben, ein wenig zu weit links, wird er sich Richtung Ziel zurückorientieren, weil die Schlagfläche dafür verantwortlich ist, wohin der Ball geht. Schauen wir uns den letzten Schlag noch einmal am Bildschirm an, denn da habe ich jetzt bewusst weit von außen zum Ball hingeschwungen, 12 Grad von außen. Die Schlagfläche war allerdings neutral, 0,7 Grad verkantet, was dazu geführt hat, obwohl meine Schwungbahn katastrophal war, dass der Ball bei einer Länge von 160 Metern nur 8,4 Meter rechts ging. Was bedeutet, dass er auf jedem Grün der Welt gelandet wäre. Also ganz egal, wie schlecht deine Schwungbahn ist, kontrollierst du die Schlagfläche, kontrollierst du dein Golfspiel. Kontrollierst du deine rechte Hand, deinen rechten Arm im Golfschwung, kontrollierst du dein Golfspiel und kannst die Bälle wiederholbar ins Ziel hauen. Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Hollywood Golf.